mit Jesus Urlauber. Guten Abend. Ich liege hier gerade noch in der Pearl und habe noch 39 Minuten Akkuleistung. Laut Anzeige. Ich habe mir gedacht, es ist nochmal irgendwie gerade. Lädt es mich nochmal ein zu einer chilligen Runde. Chill mit mir. Im Hintergrund lasse ich Orange laufen. Ich weiß nicht, ob das zu laut ist. Ich mache es mal ein Ticken leiser einfach gerade. Da irgendwo, ne? So. Orange, die Band von Rainer von Vielen. Sollte es euch gefallen, empfehle ich, im Internet danach zu suchen. Mir gefällt's. Ja, ich habe schon mal ein Tütchen angeraucht. Ne, wer möchte, darf sich gerne mit einschwingen, indem er das auch tut oder auch nicht. Ne? Ja, und warum dachte ich mir, dass es gerade Sinn macht, nochmal so eine Sendung zu machen? Weil ich irgendwie gar nicht mehr hinterherkomme und gerade einen solchen Moment auch einfach brauche, wo ich für mich selber nochmal festhalten kann, was ich in den letzten Wochen alles erlebt habe. Ich habe so viele Menschen getroffen. Es fing hier dann, also so der Trip, den ich hier jetzt gerade heute zu Ende gebracht habe, weil ich hier wieder auf dem Hof von Franzi und Carsten bin. Es fing ja vor 2 Wochen an, wo ich den Film gemacht habe. Wer den noch nicht gesehen hat, kann das auf meinem Kanal, ich glaube, der vorletzte Upload oder so. Oder noch ein bisschen mehr zurück. Utopia Hof heißt das Video. Einfach mal in der Upload-Liste gucken. Und von da aus bin ich mit der Snu nach Österreich gefahren. Ein netter Roadtrip in der Pearl. Ich biete das ja seit geraumer Zeit an, mit mir halt auch Roadtrips in der Pearl zu machen. Und ich nur hat die Gelegenheit wahrgenommen. Und ich bin für mich aus ins Blaue nach Wien gefahren. Und habe aber dann da halt ziemlich schnell schon mal die Babsi kennengelernt. Hallo. Samt wundervoller Familie. Und hatte dann am Montag die Gelegenheit auf Oki Talk. Hallo Klaus, einer Sendung beiwohnen zu dürfen mit dem Andersmenschen. Hallo David. Dann durfte ich einen Abend später bei den Leuten von Blunt TV. Hallo Mario, hallo Daniel. Und es tut mir leid, wenn ich alle eure Namen nicht mehr auf dem Schirm habe. Es ist einfach zu viel für eine Woche. Da hat es dann auch noch ein schönes Video zugegeben. Die Oki Talk Sendung kann ich hier in der Videobeschreibung einfach mal reinposten. Ich poste mal die ganzen Links zu den ganzen Videos da rein. Dann habe ich 10 wundervolle Tage in Wien verbracht und durfte Wundervolles erleben. Hab etwas verarbeiten können, was mir seitdem auch nicht mehr auf dem Herzen liegt. Das war der Brief an die Jugend. Da habe ich auch ein Video zugemacht. Heißt so, wer es noch nicht gesehen hat, kann es auch einfach gucken. Und das ganze Spiel um diese Videos herum,
ist halt was, was ich in den Videos halt nur bruchstückhaft überhaupt wiedergeben kann. Die, die es mit mir erleben, bekommen es in ihren Ausschnitten meines Films halt eben live mit und können, glaube ich, so ein bisschen nachvollziehen, wovon ich hier gerade rede. Und wie faszinierend das ist und wie viel Spaß das auf einmal alles macht. Und wie bewusstseinserweiternd das ist. Ja, und von Wien aus ging es dann nach Kempten weiter, wo ich den Markus besucht habe, auch samt wundervoller Familie. Und der einen Hof hat, wo ich einen Dokumentarfilm eigentlich auch mache. Also Dokumentarfilm, halt so ein Filmchen wie über den Utopia-Hof. Und ich hatte auch schon angefangen zu filmen. Aber irgendwie ist es noch viel geiler gekommen, weil am nächsten Morgen erzählt er mir, dass er angefangen hat, seine ersten Videos hochzuladen. Auch den Link zu seinem Kanal werde ich dann unter dieses Video posten. Ja, auf einmal kriegen die Leute Hummeln im Arsch. Auf einmal merke ich, dass die Leute anfangen, ihre Möglichkeiten zu nutzen. Wo ich halt auch schon seit Jahren von spreche, dass man das machen kann. Und auf einmal so, oh, ja, ich könnte ja einfach mal Videos machen. Ich sage, endlich, schön. Und dann ist das für mich ein wesentlich größerer Erfolg noch, als was ich mit einem Film hätte ausrichten können. Wenn ich jemanden dazu inspirieren konnte, seinen YouTube-Kanal einfach mal zu nutzen. Und nicht nur wahrzunehmen über YouTube, sondern halt eben wahrzugeben. Und ja, freut mich, dass das immer mehr Leute machen. Dann gab es noch diesen wundervollen Film von der Yasinna. Verlinke ich auch hier. Der mich einfach sehr inspiriert hat. Und Carlos Castaneda und Don Juan. Und irgendwie ist das alles so ein krasses Abenteuer geworden. Was einfach nicht mehr erzählbar ist. Ich wüsste nicht mehr, wo ich anfangen soll zu erzählen. Ja, und genau das ist hier gerade mein Problem. Deswegen muss ich gerade mal so eine Sendung machen. Damit ich wenigstens halbwegs mal für mich tagemutmäßig festhalten kann, was ich alles gemacht habe. Und dann war da noch auf dem Weg weiter nach Stuttgart. Dann der Hannes. Der, ja, Last Resort macht. Ja, beziehungsweise schon aufgebaut hat. Und ich suchte seit geraumer Zeit nach einem Ausweichnetzwerk für Facebook, um einfach nochmal ein kleines bisschen mehr Struktur reinzubekommen. Zudem ich halt auch eben all die Leute, die mit mir zu tun haben, irgendwie gerne einladen möchte, die halt auch eben mit diesen ganzen Themen zu tun haben. Alternativen, und dafür soll halt Last Resort eben da sein. Ist absolut ausbaufähig, aber es sind auch schon 100 Leute drin. Und ja, mir gefällt der Hintergrundgedanke. Als ich die Texte auf der Seite von Last Resort gelesen habe, habe ich mir gedacht, cool, hier brauchst du das Rad wieder nicht neu zu erfinden und irgendein neues Netzwerk ins Internet zu stellen, sondern da ist eins, was du nutzen kannst, und dadurch kannst du automatisch auch der Arbeit von jemandem unheimlich viel mehr Wert geben, halt von dem Hannes in diesem Fall. Und ja, möchte ich auf jeden Fall als Alternative zu Facebook, nicht als Alternative zu, sondern als Ergänzung zu Facebook, all denen ans Herz legen, sich einfach mal anzugucken, die sich darüber ärgern, dass sie von irgendwelchen Leuten gar nichts mehr mitbekommen, weil Facebook so aussortiert, was wir auf die Wall und auf die Startseite bekommen. Last Resort. Ich werde es verlinken.
Ja. Ist auf Ning. Ich habe gar kein Internet und ich habe auch keinen Strom. Deswegen ist meine Akkulaufzeit hier auf 26 Minuten inzwischen runtergeschrumpft. Wird das halt nicht so ein langes Video. Macht nicht. Nicht so schlimm. Ja, und nach dem Hannes durfte ich dann auch noch die Miriam kennenlernen und besuchen und es reiht sich ein. Danach konnte ich noch den Tobias Heberle besuchen, der vor ein paar Wochen mit einem seiner Videos bei mir wirklich auch Nerv getroffen hatte. Und seine bezaubernde Frau. Und ja, jetzt bin ich zurück in der Nähe von Kusel auf dem Utopiahof. Freue mich, wie familiär hier alles ist und wie schön. Ja, und von hier aus geht es mit Möglichkeiten weiter. Und diese Möglichkeiten werden mir in der letzten Zeit halt eben irgendwie immer klarer. Gunnar und Rubin und noch ein paar andere haben in dieser Woche ein paar Videos gemacht. Schaut einfach mal danach, wenn es euch interessiert. Ich werde sie verlinken. Unten in der Beschreibung. Ja. Ich werde sie verlinken. Das gehört auch mit zu dem, was ich verlinke sie. Das Futur hält uns ständig mit unseren Gedanken im Futur. Wenn wir im Futur reden, dann empfinden wir auch im Futur. Da sind wir schon wieder in der Zukunft. Und allein einfach dadurch, dass wir unsere Sprache ändern. NLP, ja, hallo. Na und? Scheißegal. Aber das ist halt auch was, wo mein Fokus gerade sehr drauf liegt. Auf meinen Worten und wie ich mich eigentlich ausdrücke. Und wie schwer es immer noch ist, obwohl ich die ganze Zeit darauf achte, mich in der Gegenwart auszudrücken. Es sei denn, ich erzähle explizit Geschichten oder von Visionen. Wobei mir halt eben immer wieder bei den Visionen auch auffällt, wenn ich es nicht im Futur ausdrücke und erst recht nicht im Konjunktiv, sondern sage, wenn ich von irgendwas meine, das müsste eigentlich sein, dann drücke ich es mittlerweile immer bewusster auch so aus, dass ich das bereits tue, dass ich das bereits mache. Wenn ich etwas tun müsste, dann sage ich noch nicht mal, ja, dann werde ich damit anfangen, sondern dann habe ich da gerade mit angefangen. Und dadurch, dass ich da gerade mit angefangen habe, kann ich bereits behaupten, ich mache das. Ich verlinke den Krempel. Jawohl. Dankeschön. Ich sehe jetzt gerade den Tobias grinsen. Der weiß ganz genau, warum ich diese Gedanken im Kopf habe, weil die haben wir gestern Abend durchgekaut. Und ja, ich habe mir auch so ein paar Notizen gemacht, noch zu 8513, weil mir aufgefallen ist, dass 8513 irgendwie, das gibt Raum für alles. Das ist wirklich, also ich merke, dass ich in diesem Projekt, in dieser Aktion, dieser Möglichkeit um den 8. Mai, nämlich halt bis, also einfach Fokus zu lenken auf ganz bestimmte Dinge und ganz bestimmte halt, bestimmte Dinge auch zu ändern, ist mir halt aufgefallen, dass ich quasi jeden Aufruf, den ich überhaupt je gemacht habe, quasi mit 8513 in Verbindung bringe und bekomme halt auch mit, dass immer mehr Leute, die halt eben auch in der Vergangenheit bereits zu irgendwelchen Aktionen aufgerufen haben, sich darin wiederfinden und sagen, ja, scheiße, jetzt können wir es nochmal alle zusammen angehen. Und so langsam wird den Leuten immer klarer, dass, was für Möglichkeiten 8513 bietet. Und es besteht zum Beispiel die Möglichkeit, da habe ich im September 2007 zu aufgerufen, keine Mieten mehr zu zahlen. Ab dem 1.6. Mit dem Hintergrundgedanken, wenn keiner mehr Mieten zahlt, können die Vermieter
getrost sagen, hey, ich bin pleite, ihr Banken. Und solche Sachen. Ja, aber das muss von unten nach oben gehen. Das heißt, je weiter unten wir ansetzen, es bringt wieder nichts, von den Vermietern zu fordern, die Banken nicht zu bezahlen. Aber wenn wir unser Geld einfach nicht mehr dahin geben, wohin es gefordert wird, sondern da, wo wir einen Sinn da drin sehen, und also ich sehe mal ehrlich gesagt keinen Sinn, dass ein Mensch dafür bezahlen sollte, dass er ein Dach über dem Kopf hat. Aber da haben wir jetzt lange genug drüber geredet. Ne? Aber die Möglichkeit würde zum Beispiel bestehen, im Kollektiv einfach zu sagen, wer zahlt ab dem 1.6. noch keine Mieten mehr? Der ist dann nämlich genauso mietfrei wie ich seit 2007. Ich habe nämlich seit September 2007 keine Mieten mehr bezahlt. Ich habe tatsächlich selber zu dem, wo ich aufgerufen habe, seit immer jeweils der Zeit halt eben entsprechend das dann erlebt, weil ich das dann halt gemacht habe und nicht drüber rumgequatscht habe oder sonst irgendwas. Hab natürlich mit anderen Leuten drüber geredet, aber das war mir egal. Ich wusste, wenn ich da schon zu aufrufe, dann ist das nichts, was ich machen kann, das zu tun, egal wer mitmacht. Was man auch tun kann, Generalstreik ausrufen. 26.03.2011 hatten wir das Thema schon. Da fällt mir dann halt auch noch direkt hier die Weltfriedenserklärung an. Refuse to be enemies. Ich weigere mich, ein Feind zu sein und ich erkenne einfach keine Gegner mehr an. Das ist etwas, was ich in mir installiert habe seit diesen Tagen, wo ich dazu selber aufgerufen habe und für mich relativ egal war, wer mitmacht, aber ich das auf jeden Fall in mir installiert habe. Seit 26.03. bin ich im Generalstreik 2011. Ja. Ab dem 8. Mai kann jeder König von sich selbst sein. Ja. 6.11.2010? BGE-Demo, Krönchen auf, keine Ahnung. Meine Fresse. Ich sage, ich sollte da Bücher durch. Mir fehlt die Zeit, das alles zu dokumentieren. Aber hier kann man die wesentlichen Sachen einfach mal kurz auf den Punkt bringen. Na, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, den Medienrun zu machen. Immer noch. Wir haben immer noch die Möglichkeit, irgendwelche Mails aufzusetzen, im Facebook zu teilen, wo wir halt einfach sagen, hallo ihr Medien, wollt ihr nicht langsam mal irgendwie eurem Anspruch nachkommen, uns zu zeigen, was wir sehen wollen? Und wir würden gerne was über Permakultur sehen und Eco-Housing und all den ganzen Krempel, kann man denen direkt Links aus dem Internet mitschicken, damit die nicht sagen können, kenne man nicht. Aber dann kann man denen sagen, ja, das wollen wir gerne sehen. Und dann macht man da kleine Mailbomben drauf. Ne, man setzt die Texte in Facebook rein und dann kann und dann eine Sammlung mit E-Mail-Adressen direkt von den Medienredaktionen und dann kriegen die da jeden Tag dann 500 Mails reingeschossen und dann 8513 immer ganz oben drüber. Hallo hier, es geht darum, dass ihr am besten am 8. Mai auch wisst, worum es geht. So. Ja. Künstler, Promi-Seiten, ne, die kann man alle, wo man bei Nina Hagen mal oder so einen kleinen Link auf 8513 oder so oder beim Grönemeyer, ich weiß nicht, wer von denen allen Seiten hat, das wisst ihr alles selber. Ihr seid bei denen da drauf. Wir sind halt alle, das ist auch was in den letzten Tagen immer klarer wird. Der Markus hat mir gesagt, Alter, du musst dich richtig vernetzen. Und ich so, Alter, ich bin richtig vernetzt. Das ist auch was. Nehmt die Sichtweise weg, dass wir irgendwas noch bräuchten, irgendwas tun müssten, sondern macht euch bewusst, dass, wenn ihr euch es vorstellen könnt, dann seid ihr doch schon dabei. Wenn ihr es dann aber noch so ausdrückt, dann habt ihr dieses Ding überwunden, wo ihr auf die anderen angewiesen seid, die nicht mitmachen. Wo es die ganze Zeit heißt, ja, es macht ja keiner mit und die ganzen Schlafschafe und so. Das wird dann irrelevant, weil in dem Moment, wo wir es selber umsetzen, wo wir es einfach nur von der Ausdrucksweise, Leute, nutzt die Macht eurer Worte, werdet euch dessen bewusst, wenn ihr schon zuhört. Macht euch bewusst, was für eine Macht unsere Worte haben. Durch unsere Worte geben wir vor, was wir wahrnehmen. So wie wir ausdrücken, empfinden wir automatisch auch. Mache ich einen ganz bewussten Wechsel in der Ausdrucksweise, kann man das beobachten. Und wenn ich halt wenn ich auf gewisse Sachen, die ich sehe, so gucke, die müssten wir haben, die bräuchten wir.
und mir nicht klar ist, dass wenn ich es sehen kann, es schon da ist, es da sein muss. Nur noch nicht wahrgenommen. Dann kann man diesen einen Schritt machen und drückt es einfach anders aus und sagt, wir machen das jetzt, wir haben das, ich mach's auf jeden Fall jetzt schon. Das, von dem ich meine, es müsste getan werden, das tue ich ab hier. Weil ich gerade im Moment gesagt habe, ja, alles klar, mache ich. Dann ist das ist jetzt gerade schon ein Beispiel, ich suchte nach eben einem Beispiel, aber das ist das beste Beispiel, was ich gerade geben kann, weil es im Kontext ist. In dem Moment, wo ich es in die Gegenwart hole, von der Ausdrucksweise, hole ich es in die Gegenwart in meiner Wahrnehmung. Probiert's aus, glaubt mir kein Wort. Ich inspiriere hier nur. Ich inspiriere weiter zur Arschrevolution. Nein, hört auf, lasst. Die Arschrevolution war nur dazu da, um 7 Stufen rauskristallisieren zu können, mit denen man so eine Aktion hier starten kann. Die Arschrevolution ist, glaube ich, insgesamt komplett aus dem Internet verschwunden. Ich sorge dafür, dass die entsprechenden... Ich habe Videos dazu gemacht. Ich habe vor 2 Jahren nochmal Videos dazu gemacht, wo ich die sind bereits verlinkt. Wenn du das hier sehen kannst, mal sowieso. Ne? Und dann steht hier, was man auf jeden Fall, die Möglichkeit, die außerdem noch besteht, am 8. Mai 2013 ausrasten. Komplett ausrasten. Also aus dem Raster fallen. Ich rede nicht von total unkontrolliert durch die Gegend und Schaden und was weiß ich was, sondern aus dem Raster ausrasten. Und die Ösis, die Österreicher, die sagen so schön, wenn die ausruhen, sagen die auch ausrasten. Das empfehle ich direkt als nächste Sichtweise, wenn man ausgerastet ist, dann erstmal auszurasten. Auszuruhen. In der Bedeutung. Na, und es gibt da... Ne, inspiriert uns weiter. Ihr könnt hier nutzt die Kommentarfunktion. Erinnert euch weiter. Was haben wir in den letzten Jahren gemacht? All diese Aktionen. Zu diesen Aktionen können wir aufrufen in Bezug mit dem 8. Mai 2013. Da, hier, dieses Logo. Wenn man das einfach mit unter die Dinger postet. Und das muss nicht so aussehen. Das ist einfach, das sind 4 Schriftzeichen. Eine 8, eine V, ein V und eine 13. Das ist nichts weiter. Es ist nur ein Erkennungszeichen. Damit man den Fokus von möglichst vielen Leuten, aber vor allen Dingen seinen eigenen, deswegen schreibe ich das in jeden Post rein, damit ich gerade mit nichts anderem beschäftigt sein kann, als mit den Möglichkeiten um diesen Tag. Das ist der Grund, warum ich in jeden meiner Posts 8513 reinschreibe. Egal, wohin ich poste. Auch hier in die Titel von meinen aktuellen Videos. Da steht es auch drin, weil für mich gerade nichts wichtiger ist. Weil es alles andere in sich beinhaltet. Und ich muss Zeit checken, gerade 11 Minuten habe ich noch. Das heißt, ich muss noch abspeichern, braucht dann noch, wenn es auf 5 Minuten stehen will. Scheiß drauf. Ja, da hatten wir es wieder. Wenn in 5 Minuten, ne? Scheiß drauf war wieder in dem Moment, wo ich in der Gegenwart war, das, was mich da rausgeholt hat. Aber da konnte ich es gerade sehen. Gerade läuft der Akku noch. Und ich werde in 5 Minuten, merkst du, da war ich schon wieder in der Zukunft. Jetzt bin ich gerade wieder hier und es fühlt sich anders an. Im Hier und Jetzt fühlt man sich anders als in der Vergangenheit, in der Wahrnehmung, wenn ich mit der Vergangenheit beschäftigt bin und mich damit gerade irgendwelchen Sachen identifiziere, oder der Zukunft. Die Zukunft fühlt sich nochmal anders an als die Vergangenheit, wobei ich natürlich mit der Zukunft nichts in Verbindung bringen kann, was ich nicht aus der Vergangenheit schon kenne. Aber hier fühlt es sich anders an. Probiert es einfach. Nee, nein, nicht ausprobieren. Probieren ist anders als machen. Macht es mal. Macht mal. Beobachtet es einfach nur. Beobachtet, wie ihr euch fühlt, wenn ihr im Hier und Jetzt seid.
staunend wie kleine Kinder. Und im Hier und Jetzt braucht man eigentlich gar nichts zu machen. Im Hier und Jetzt passieren Dinge. Und ich merke, dass ich selber, wenn ich es im Flow mache, mit diesen Dingen in Harmonie agiere. Dann kommen Impulse, zack, dann, ja, das ist wie wenn ich mich am Ohr kratzen muss. Sorgt auch wieder für Harmonie. Ne? Da kommt eine Disharmonie und dann zack, man, da brauche ich noch nicht mal drüber nachzudenken, das macht mein Arm von alleine. So, und genauso wie mein Arm das macht, so, jetzt sagt mein Computer mir, das ist auf 10 Minuten. Danke, Sir. Der Arm zuckt, mein ganzer Körper zuckt. Mein ganzer Körper zuckt, wenn er seinen Impulsen folgt und kann dabei mit größtem Fingerspitzengefühl die kompliziertesten Aufgaben essen, ohne hinzugucken, ne, oder sich einen Strohhalm in den Mund zu stecken, ohne hinzugucken. Schon schwerer, ne? Ja. So, ich habe ich überhaupt mal hier, damit ich überhaupt mal wenigstens dieser Sache gerecht werde, das Kiffen vergessen, macht nicht. Komm, am 8. Mai endlich mal in Ruhe kiffen. So wie halt alles andere. Man ab dem 8. Mai dann endlich mal in Ruhe machen kann, wenn man es denn tut. So, nur wenn wir es tun, haben wir überhaupt eine Möglichkeit, im Außen sowas zu erfahren. Geht nicht anders. Geht nicht anders. Aber solange ich die ganze Zeit mich von außen davon abhalten lasse, passiert nichts anderes. Genauso logisch. Also es ist, wie lange müssen wir da noch drüber reden? Ich glaube nicht mehr lange. So langsam habe ich nur noch Leute um mich rum, die alle mit diesen gleichen, ach, weißt du, Gesichtsausdruck da stehen und sagen. Es wird so wunderschön. Ich habe immer mehr Situationen in der letzten Zeit erlebt. Auch mit Leuten, die ich gerade erst getroffen habe. Wunderschöner Song, weil der Puls weiterschlägt. Orange, die Band von Rainer von vielen angucken, davon lasse ich mich gerade lasse ich mich gerne unterbrechen gerade von diesem Lied, um es nochmal gerne, weil wenn ich hier schon, danke Rainer, deine Musik einfach so benutze, will ich, dass du auch was davon hast. Vergessen, wo ich war, scheißegal, macht nichts, spult zurück, denkt euch den Rest selber. Ja, so geht das heute. Relax, ja, ich glaube, da waren wir irgendwo, ne? Es ist okay, alles, es ist alles gut. Das ist der Punkt. Es ist immer schon alles gut gewesen, wir haben das nur nie so gesehen. Und wir sollten uns selber mal die Chance geben, das mal so zu sehen. Die Welt mal aus der Brille zu sehen, die anzeigt, alles ist richtig. Alles, was ich sehe, ist richtig. Hey, das macht, wenn man diese Brille mal einen Monat aufhat, dann macht das einen immensen Unterschied auf alles, was man wahrnimmt. Und diese Brille habe ich seit dem 21.12.2012 abends am Lagerfeuer habe ich diese Brille an. Und meine Weltsicht hat sich so extrem geändert, weil ich nicht nur gesehen habe, alles ist richtig, sondern ich sehe auf einmal auch, warum. Und dass der ganze Quatsch, den ich da erlebe, eine Handlung hat. Wow. Das mal eine Erkenntnis. Ja, da brauche ich keine Askese für. Und da brauche ich auch nicht 6 Jahre im Tempel zu sitzen und zu meditieren, sondern kann ich auf einmal mein Leben meditativ wahrnehmen. Und das lohnt sich so, dass ich in der puren, reinen Selbstliebe, in der ich meinen Nächsten lieben kann, meinen Nächsten wünsche. Guckt euch mal diese Welt so an. Und dann habt ihr diese Erkenntnis. Und das ist nur eine. Man kann auch ganz viele andere haben. Aber die lege ich jedem ans Herz. Ändert alles. So, wir sind bei 30 Minuten. Was für eine geile Zeit für eine Chill-mit-mir-Sendung. Wir haben 6 Minuten übrig. Das reicht zum Abspeichern und Sichern dieses Films. Ich danke von Herzen für eure Inspiration in den letzten Jahren. Ne, deswegen kann ich halt eben sagen, 8513 ist eine von unseren Sachen, von uns allen, von 7 Milliarden Menschen. Es ist nur noch nicht allen bewusst.
Aber je bewusster wir es uns machen, indem wir halt uns immer wieder, ich spiele den ganzen Tag 8-5-13. Und so bewusster wird es mir. Und auf einmal merke ich, dass alle möglichen Leute um mich herum, der ganze Spiegel, es im Außen wiedergibt. Ich habe mehr mit Leuten zu tun, die mit 8-5-13 davon Bescheid wissen, als mit Leuten, die es nicht wissen. Vor allen Dingen, weil egal auf wen ich treffe, aber die meisten haben wenigstens schon mal das Logo gesehen. Ja, wollte ich mal fragen. Ja, fragt! Ihr Narren, fragt! Du kannst nicht vorbei!